Bei über 30 Grad musste vor dem Derby zwischen Bayern 2 und dem SV Heimstetten natürlich auch der Rasen gepflegt werden. In der Anfangsphase passierte nicht viel, beide Teams versuchten erstmal über sicheres Aufbauspiel ins Spiel zu kommen. Dann aber Heimstetten mal mit etwas mehr Tempo. Clemens Kubina wird auf die Reise geschickt, Leopold Singerle kommt ihm entgegen, aber Kubina mit viel Gefühl im Fuß. Treffer Nummer 2 für Heimstettens Neuzugang. Und die Elfinger-Truppe legte nach. Die Bayern-Abwehr pennt beim Freistoß, Majdančević allein vor Zingerle. Routinier Stefan Buck haut die Kugel aber gerade noch so von der Linie. Erik ten Hag schnappte sich dann seinen Stürmer Gerrit Wehkamp und forderte mehr Einsatz von ihm. Der 21-Jährige folgte den Anweisungen und setzte sie direkt in die Tat um. Der Ausgleich nach einer präzisen Flanke von Steven Ribéry. Trotz der Hitze machten die Bayern jetzt mehr fürs Spiel. Und sie haben ja noch ihren Kapitän. Tobi Schweinsteiger mit dem Uwe Seeler Gedächtniskopfball und der Führung für die Rekordmeisterreserve. Die Bayern-Fans zur Pause also gut gelaunt. Ihre Mannschaft hatte die Partie gedreht. Direkt nach Wiederanpfiff hätten sie auch fast wieder Grund zum Jubeln gehabt. Der Schuss von Lukas Görtler klatscht aber nur an den Pfosten. Von den Gästen wenig zu sehen, aber sie hatten ihre dicke Ausgleichschance. Daniel Majdančević schnappt sich den verunglückten Querpass und läuft einfach mal los. Matthias Strohmeier geht schon vorab ehrfürchtig in die Knie, aber Leopold Singerle bleibt im 1 gegen 1 Sieger. Danach passierte nichts Nennenswertes mehr. Der Meister der letzten Saison feiert also seinen ersten Heim- und Saisonsieg.